Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Ghost Recon Wildlands, eine Libertad Story Mission und zwar die letzte. Und hier ist Markus Jensen jetzt an der Reihe. So, und hier starte ich auch schon. Hier in Libertad, Schnellreise dahin gemacht. Nein, ich habe nicht dahin gemacht nach der Schnellreise. Ich bin da mit der Schnellreise schnell hin. So. Der Buchon ist ein amerikanischer Staatsbürger namens Markus Jensen. Er will zu einem Treffen auf dem Hexenmarkt. Schnappen Sie ihn und bringen Sie ihn mir. So, Bowman will Markus Jensen. Man kommt hier an. Bei den netten Rebellentypen. Und ich habe das bisschen gekürzt, weil ihr könnt hier die Santa Blancas alle in Libertad erledigen, damit ihr so wenig wie möglich Probleme bekommt in der Stadt. Und Gegenwehr müsst ihr aber nicht unbedingt. Und dann könnt ihr Markus Jensen Angriff nehmen. Falls ihr die Santa Blancas erledigt, falls nicht, ist optional. Setze Drohne ein. Ich hab's erledigt, weil ja, ich wollte so wenig Gegenwehr wie möglich haben. Aber das muss nicht unbedingt sein. So. Keine Angst, ihr seht noch gleich, wo ich bin. Also, es gibt so eine Markierung, wo ihr Jensen suchen sollt. Und da bewegt ihr euch einfach hin. Und es ist eigentlich kein Problem, Markus Jensen zu finden, wenn ihr die Drohne benutzt. Aber der kleine Drecksack ist klingt wie ein kleines Wiesel. Und es gibt ein kleines kleinen Haken dran, ihn zu schnappen. Aber dazu gleich. So, also ihr müsst kein auf dem Hexenmarkt. El Mercado de las Brujas. Hier kaufen die Einheimischen Glücksbringer, Liebestränke und sogar Flüche gegen ihre Feinde. Ohne Scheiß? Augen auf. Wenn die Info stimmt, muss Jensen hier irgendwo sein. Was sucht denn ein Typ wie Jensen an einem solchen... So. Kommt der Buchon ist ein amerikanischer Staatsbürger namens Markus Jensen. Er will zu einem Treffen auf dem... Genau. Egal was, es ist nichts Gutes. Also, vertrau mir. Kommt ihr in diesen Kreis, kriegt ihr eine neue Markierung, wo ihr hin müsst. Hier ist auch so ein kleiner Dorfplatz mit so Marktständen und Statue. Hier ist auch noch, hier ist übrigens ein Kingslayer-Akte am Sockel von der Pferdestatue hier. Und ihr seht, da ist eine rote Wolke. Ich sehe Jensen. Und das ist Jensen. So, da seht ihr, wo Jensen ist. Und ich bin praktisch in der Nebenstraße. Und ja, eigentlich ist es kein Thema. Und hier seht ihr es nochmal genau. Also ich bin direkt in der Nähe von Jensen. Und ja, ich habe vor, hier durch die Botanik nachher abzuhauen. Hier sind zwar Fahrzeuge, aber jo, ich lege hier drüben eine Mine. Ich vermine erstmal die Straße. Hier hat mich mal böse jemand von der Seite gerammt. Da, ja, ob das immer passiert oder nicht, ist immer so eine Sache. Wenn man hier vorher die Santa Blancas aufräumt, hat man weniger Probleme, aber das spielt nicht wirklich eine große Rolle. Wobei ihr aufpassen müsst, legt die Minen hier in den Weg, direkt in der Nähe von Jensen, und er haut euch Moment, ab. Ich leg eine Mine. Dann stirbt er, wenn er da durchläuft. Jedenfalls war das bei mir so, als ich das nochmal spielen wollte. Und auch wenn ihr da eine Blendgranate drauf werft, dann gab es immer eine Explosion. Ich habe hier erstmal die meisten Zufahrtsstraßen vermint. Meistens ist es so, dass dann nichts kommt, wenn man da Minen legt. Oder wenn man schnell genug ist. Wenn ihr euch richtig Zeit lasst mit Jensen, dann wird hier die Hölle los sein in der Stadt. So, und dann wollte ich ein gepanzertes Fahrzeug. Danke für das gepanzerte Fahrzeug. Hat mir sehr geholfen. Echt jetzt? Alter,
Das ist das erste Mal, dass mir diese Scheiße passiert. Sonst spawnen die immer 100 Meter weit weg. Drecksäcke, ey, gibt's doch wohl nicht. Die Rebellen haben das so absichtlich gemacht. So. Aber auf jeden Fall habe ich ein cooles Auto und Kopfschmerzen. Junge, das gibt's doch wohl nicht. Und, nicht wundern, wenn ich ein bisschen quer gucke heute, weil ich bin schon Ewigkeiten am Zocken und ich bin nicht mehr so augenfreundlich. Da sieht man. Also mir fallen so langsam die Augen zu, aber ich wollte diese Mission unbedingt nochmal fertig spielen und habe mir da ein Rücklicht abgefahren. Ja, also ich fahre hier rückwärts zurück, damit ich in diese Richtung abhauen kann. Ihr seht da meine Minen. Und hier, dann muss eine Lücke sein, damit man ums Auto rumlaufen kann. So, und jetzt kommt der Haken. Jensen schnappen. Aufhören! Ich bin Wissenschaftler! Hände hoch! Er reißt sich los. Ich will die Hände sehen, sofort! Faschisten, Sie haben kein Recht! Ich bin Amerikaner! Bleib, wo du bist und Hände über den Kopf. Ich will mich nicht wiederholen. Ja? Oder was? So, und jetzt müsst ihr aufpassen, weil er versucht abzuhauen. Ihr müsst ganz schnell den schnappen. Diese Explosion war das erste von zwei Autos, die die Straße da runtergefahren kommen. Da kommt schon das zweite. Ja, hier, da müsst ihr aufpassen, dass er euch nicht abhaut. Und ihr müsst aufpassen, dass euch von hinten kein Auto trifft. Ich habe den jetzt extra hier auf die... genau, das meine ich. Da brennt es ein bisschen. Da ist das zweite Auto reingehämmert oder von hinten reingerutscht noch. Ich habe Jensen extra auf die andere Seite gepackt und damit Zeit verloren. Warum? Damit ich den am Ankunftsort besser aus dem Auto kriege. Sie können niemanden festnehmen, weil er auf einen Scheißmarkt geht. Es reicht, Jensen. Wir wissen alles über Sie und das Kartell. Eins ist mir nicht klar. Sie sind doch Wissenschaftler. Also was in aller Welt machen Sie auf einem Hexenmarkt? Für Kokain braucht man nicht nur Lösungen und Reagenzien. Ich mach's jedenfalls anders. Ich hole Pulver von den Bruchos, die den Prozess verlängern und das Resultat verbessern. Ja, und weiter? Und gar nichts. Das ist ein Firmengeheimnis. Wenn ihr mein Rezept wollt, müsst ihr bezahlen. Klar? Ja, wie ihr seht, kann ich nicht mehr so richtig geradeaus gucken. Ich habe schon einige Stunden, ich glaube 25 Stunden gezockt. Aber die Mission wollte ich noch zu Ende spielen. Unbedingt. Und es gibt noch einen anderen Weg, genau in die entgegengesetzte Richtung und einmal durch den Wald. Aber da sind noch Leute, da muss man immer anhalten, welche abknallen. Und ja, das ist sehr scheiße. Hier bin ich ein bisschen spät abgebogen, weil ich auf die den Hubschrauber geachtet habe und Feuer eröffnen. Roger. Scheiße. Wenn man den Konvoi sucht, dann findet man nicht. Wenn man ihn nicht braucht, dann kommt er einem entgegen. So. Ich lasse das auch mal ein bisschen schneller laufen, weil das ist alles, ja. Lasst euch Zeit. Lasst euch nicht hetzen. Es ist jetzt nicht eine Zeitangabe, wann ihr da sein müsst. Nee, ich sehe, ich habe es auf doppelte Geschwindigkeit bestellt und es ist nicht wirklich sehr schnell. Und weil es kommen ab, ja, es hören auf, euch Leute zu folgen oder die Hubschrauber. Vorsicht, da sind Unigats und BM überfahren. So, auf jeden Fall gibt es nochmal Stress, aber jetzt nicht unbedingt gerade hier. Ja, wenn man die, wenn man schnell genug aus Libertad raus war, aus der Stadt Libertad, dann hat man auch nicht unbedingt so viele Verfolger und die Santa Blanca vorher gekillt hat. So, jetzt ist das Radar wieder rot oder die und ja, irgendwie sind meine Leute nicht so schießwütig heute, sonst schießen sie eigentlich mal auf alles, was sich bewegt. Schieß doch endlich. Oh Mann, will nicht. Na gut. Dann guck mal her, ich versuche. Ja, der Hubschrauber hier ist mit dem Geschütz nicht zu treffen. Na super. Und ihr müsst aufpassen, da sitzt ein Scharfschütze drin, der ist echt eklig.
Und mein Charakter will nicht springen. So, dann nehme ich lieber mal hier ein leichtes Maschinengewehr. Mit dem Scharfschützengewehr ist das echt assi, den zu treffen, weil der Scharfschütze echt super genau schießt. Und meine Leute haben es doch geschafft, den zu flecken, bevor ich schießen konnte. Alles paletti. Na gut. Heli, in den Staub. Okay. Wo noch ein Heli? Lavakopf, der wollte mich verarschen. Aufhören! Ich bin Wissenschaftler! Das schafft kein Wissen. So, und jetzt ab zu Bowman, Jensen. Sie können mir gar nichts, verstehen Sie? Sie haben hier keine gültige Rechtsgewalt. Und selbst wenn es so wäre, ich bin hier als US-Bürger mit gültigem Arbeitsvisum. Sie begünstigen die Herstellung einer illegalen Substanz. Eine illegale Substanz, die von Mördern und Vergewaltigern verkauft wird. Nicht mein Problem. Ich halte niemandem eine Waffe an den Kopf. Ich zwinge niemanden, Drogen zu nehmen. Das entscheidet jeder selbst. Das macht die persönliche Freiheit doch aus. Wie Sie meinen. Schießen Sie dem Wichser in den Kopf. Halt! Was soll das? Sie haben recht, Markus. Wir haben hier keine Polizeigewalt. Also nehme ich mir meine persönliche Freiheit und bitte meinen Kollegen, Ihnen das verfickte Hirn wegzupusten. Halt! Wollen Sie was sagen? Hey, hören Sie. Können wir uns nicht irgendwie einig werden? Aber sicher. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und wir jagen Ihnen keine Kugel in den Schädel. Fuck! Okay. Schön. Ich sag Ihnen, was Sie wissen wollen. Na also, geht doch. So, Jensen ist doch ein bisschen kooperativer. Großfresse Jensen, der sich mal losreißen und wegrennen will. So, und da fehlt noch mein qualmendes Auto. Hier ist Bowman. Exzellente Arbeit in Libertad. Mit Jensen haben wir die Ausbildung in der Provinz lahmgelegt. Und ohne die Grundstoffe von Vallavigas ruht die Produktion. Das wird das Kartell jeden Tag Millionen kosten. Und trifft es an einer empfindlichen Stelle. Habe verstanden. Danke für die netten Worte. Wir begeben uns zum nächsten Einsatzort. Ja, so, und als erstes gucken wir uns das Video nochmal an. Der große Autor Balzac sagte einst, Familie zu haben heißt, Geisel des Geschicks zu sein. Ich sagte zu Giorgio, wir hätten etwas gemeinsam. Wir beide sind zu alt für einen Neuanfang. Ich mit einer Organisation und du mit einer Familie. Ja, so ist das, ne? Svenjo hat erstmal seine Familie gekapert. Und das kommt demnächst in einem Video, El Giorgio, die Story-Mission. Aber zuerst gucken wir uns mal hier die coole Knarre an. Mendeljew oder so. Mendeljew, weiß ich nicht. So, und dann wechsle ich natürlich meine Waffe zurück. Hier, die muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und das war auch schon die Story-Mission von Marcus Jensen aus Libertad. Und damit ist Libertad auch abgeschlossen. Und dann bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch mein Video anzugucken. Herr Bowman, sieht so aus, als hätte ihr Schlag gegen das Produktionsnetzwerk des Kartells mehr gebracht, als wir dachten. Was denn? Dass La Gringa und El Giorgio den Reinheitsgrad ihres Kokains verringern mussten, hat die Preise fallen lassen und dem Ruf des Kartells geschadet. So ein Jammer. Was heißt das für uns? Wir haben La Gringa, aber Svenjo braucht einen Sündenbock. Giorgio ist Gefangener des Kartells in seinem eigenen Haus und regelt von dort die Produktion. Schaffen Sie El Giorgio zu einem Treffpunkt, erwarten Sie starke Gegenwehr. Die Wachen haben den Befehl, Giorgio zu töten, wenn er fliehen will. Verstanden. Also, dann danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch mein Video anzugucken. Dass ihr dran geblieben seid. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen oder ein Abo. Für beides umso mehr. Und ja, dann bis demnächst. Auf Wiedersehen.